Ein Basiselement erfolgreicher Managed Service Provider ist deine persönliche Haltung. Und daraus folgt dein Verhalten, dein Umgang mit dem Dilemma zwischen operativer Hektik und strategischem Handeln. Wenn du beim Thema Managed Services keinen Bezug zu deinem persönlichen Motor hast, dann wird das Thema sich nur in dem Maße weiterentwickeln, wie es nicht aktiv verhindert wird. Ticket oder Strategie? Troubleshooting oder Portfolio? Du kennst das vermutlich auch. Es ist wesentlich einfacher für dich, dir viel Operatives auf den Tisch zu legen und im Stundentakt bis in die Nacht wegzuarbeiten, als sich zu überwinden und an strategischen Themen wie Managed Services zu arbeiten. Themen, die deutlich mehr Zeit beanspruchen und deren positive Wirkung sich nicht sofort, wenn überhaupt, bei dir einstellt. Ein Basiselement erfolgreicher Managed Service Provider ist deine persönliche Haltung und daraus folgt dein Verhalten, dein Umgang mit dem Dilemma zwischen operativer Hektik und strategischem Handeln. Herzlich willkommen bei Wie wachse ich als Managed Service Provider? In 10 knackigen Folgen gehe ich auf alle wichtigen Bausteine für dein Wachstum ein. Wir schauen auf dein Geschäftsmodell, dein Portfolio, die Umsetzung der Services und kommen dann über Marketing- und Vertriebsthemen zu deiner Erfolgskontrolle. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin selber 15 Jahre in der Führung von Systemhäusern zwischen 50 und 200 Mitarbeitern gewesen. In den letzten Jahren habe ich mehr als 500 Coaching-Tage für Systemhäuser umgesetzt. Und das Wissen aus all diesen eigenen Erfahrungen ist in die Folgen von Wie wachse ich als Managed Service Provider für dich eingeflossen. Mein Tipp ist, bleib dran und gestalte deinen individuellen Erfolgsweg. Alles startet bei uns selbst. Wenn du dir zu wenig Zeit für das Thema Managed Services oder die Weiterentwicklung deines Portfolios nimmst, dann wird es auch niemand anderer machen. Egal, ob du Teamleiter, Abteilungsleiter oder Geschäftsführer und Inhaber bist. Und unabhängig davon, ob du in der Technik oder im Vertrieb oder in einem anderen Bereich verantwortlich bist. Die erste Aufgabe von uns als Führungskraft ist, selbst nicht der Engpass für mehr Wachstum zu sein. Dieser Satz klingt hart und er ist es auch. Und doch zeigt er die größte Chance für uns alle auf. Denn unsere persönliche Weiterentwicklung können wir selbst aktiv und ohne großen Einsatz von Finanzmitteln positiv gestalten. Das absolute Fundament, für welche Themen du deine Zeit einsetzt, ist dein innerer Motor. Ich möchte dir eine persönliche Geschichte zu meinem inneren Motor und dessen Stärke, wenn man ihn sich bewusst macht, erzählen. Ich habe meinen Berufsweg viele Jahre auch danach ausgerichtet, dass ich viele Mitarbeiter hatte. Es ging weniger um das Warum oder darum, was ich für andere tun kann. Diese Haltung hat mich immer wieder vor große Herausforderungen gestellt. Und dann, auf jeden Fall in der zweiten Hälfte meiner nun schon über 25 Jahre Berufserfahrung, habe ich das über Bord geworfen. Das war Ballast. Das war nicht mein innerer Motor. Mir ist klar geworden, dass mein innerer Motor ist, dass ich anderen Menschen persönlich helfen möchte. Und dann habe ich mich auf eine Selbstentwicklungsreise gemacht. Und zwar, wie ich das am besten für andere Menschen, nicht für mich schaffe, und das war sehr heilsam. Daher ist ein extrem wichtiger Schritt, deine persönliche Klarheit über deine Motive zu finden. Was genau ist dein innerer Motor? Was treibt dich an? Warum betreibst du gerade ein Systemhaus? Wenn du beim Thema Managed Services keinen Bezug zu deinem persönlichen Motor hast, dann wird das Thema sich nur in dem Maße weiterentwickeln, wie es nicht aktiv verhindert werden kann. Mein Tipp für die Findung und Formulierung deines Motors ist, dass du dir 3 Elemente vergegenwärtigst. Ein wirksamer Motor auch für Managed Services beinhaltet. Erstens, er ist resilient, also nicht an aktuelle Technologien oder Gesetzgebungen oder spezifische Rahmenbedingungen gebunden. Er ist also wenig anfällig für äußere Veränderungen. Zweitens, er ist integrativ. Wenn Airbnb sich als beste Website für Reisen sieht, dann schließt das die Buchhaltung und den Service aus.
denn die bauen die Website nicht. Besser wäre es, wenn man das beste Reiseergebnis liefern wollte, das integriert alle. Und drittens, ein guter Motor ist serviceorientiert, er dient jemand anderem, er leistet etwas im Außen. Stacken der Fixkosten ist zwar eine gute Kennzahl, aber kein guter Motor. Das trägt nicht lange. Denn was machen wir, wenn wir das erreicht haben? Also wenn wir ein Umsatzziel erreicht haben. Das reicht nicht als zentraler Antrieb. Wie wäre es mit einem Motor wie als Managed Service Provider tragen wir zum Geschäftserfolg unserer Kunden bei? Wie lautet dein innerer Motor? Was lässt dich morgens aufstehen und mit der Arbeit beginnen? Der zweite Baustein deiner persönlichen Haltung für Erfolg und Wachstum heißt Selbstverantwortung. Was meine ich damit? Möchtest du als MSP wirklich wachsen, dann braucht es dein Engagement und deine Kreativität. Und die Haltung, die dich auf deine nächste Stufe bringt, heißt Selbstverantwortung. Es sind keine Kundenprobleme, keine Mitarbeiterfragen, kein nächstes Ticket und keine Pandemie dafür verantwortlich, wenn wir uns keine Zeit nehmen. Es ist immer, immer unsere eigene 100% freiwillige Entscheidung. Wenn du dir diese Haltung wirklich bewusst machst, siehst du, dass du immer eine Wahl, eine Alternative hast. Ob du an einem Ticket oder an deiner Managed Service Strategie arbeitest, ist deine Entscheidung. Du kannst das Ticket auch liegen lassen, oder? Delegieren, richtig? Das ist möglich. Was würde dann passieren? Wäre das tragbar für dich und deine Kunden? Es gibt kein Ich musste aber. Du musst nicht, du willst. Der selbstverantwortliche Systemchef ist kein Opfer, sondern ein zu sich selbst ehrlicher Gestalter. Wenn du als Managed Service Provider wachsen willst, dann handele selbstverantwortlich. Abschließend noch ein Umsetzungstipp zum Thema Lernen und persönliche Weiterentwicklung. Such dir Menschen, denen du vertraust und sprich mit ihnen über deine Wahrnehmung und Anliegen. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen. Kommen wir zu den Takeaways von heute. Erstens, erkenne deinen inneren Motor. Zweitens, verbinde dein Wachstum im Bereich Managed Services damit. Und drittens, übernehme Selbstverantwortung für dein Handeln. Das war die erste Folge. Haltung, sei nicht selbst der größte Engpass der Reihe. Wie wachse ich als Managed Service Provider? Du kannst dich schon auf die zweite Folge, das MSP-Geschäftsmodell, profitabler Durchschnitt reicht nicht mehr, freuen. Und ich freue mich, wenn du dann wieder dabei bist und hoffe, diese Impulse unterstützen dich auf deinem Wachstumsweg im Bereich Managed Services.